Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty, meine Lieben. Ich bin die Heartbeat Gaming und wenn euch gefällt, was ihr seht, ja, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich Rohstoffe gesammelt, ohne Ende. Da liegen Rundhölzer, da liegen Steine, da liegen Äste. Ich habe noch Stroh gesammelt und ich bin völlig überladen. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal mit unserem Ressourcenlager an, ne? Was wir in der letzten Folge noch hingestellt haben. Das machen wir jetzt ganz einfach mal. Ja, tagen wir dann den ganzen Krempel mal dran. Und dann würde ich sagen, wir haben eine Quest auf, wo wir jagen müssen. Und ja, ne? Und dann machen wir das. Ich habe schon Speere gemacht. Und dann gehen wir auf die Jagd. Ich habe... Achso, ich habe keine Rundhölzer mehr. Ja, guck, siehst du, da geht's schon los. Nimm das mal bitte. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme hier nicht vorwärts, weil... Komm, hör auf. Gut, machen wir es so. Ich habe den Baldomir wieder zurück in seine Jägerschaft geschubst, weil ein Sammler im Winter, der hat nichts zu sammeln. Ne? Das ist das Problem. Und deswegen habe ich mir gedacht, da wir sowieso gerade mal einen Bediensteten haben, ne? Also einen Mitbürger haben, der praktisch zwei Jobs ausüben kann und halt eben übers Jahr hin als Sammler dienen kann und dann halt eben im Winter muss er Jäger machen. Ne? Geht gar nicht anders, weil da gibt es nichts zu sammeln, da gibt es keine Pilze, da gibt es keine Bären, also soll er auf die Jagd gehen. War er nicht mehr zufrieden, könnte glauben. Ich will euch mal zeigen, ich habe dadurch, dass ich auch viel Holz gehackt habe, habe ich auch Fähigkeiten freigeschaltet. Muss ich gerade mal gucken. Was machen wir denn hier? Maultier, Eisensucher, Naturgewalt... Eins mit der Erde, Holzfäller. Ich würde sagen, wir machen den Holzfäller. Ja, ich würde sagen, wir machen den Holzfäller. Gut. Und dann will ich mal gucken hier bei dem Jäger. Baldomir ist jetzt wieder Jäger und der hat voll rumgemotzt. Ne? Also, der wollte das nicht haben, aber... Das Leben... Hallo? Ist kein Ponyhof oder wie heißt das so schön? Ne? Deswegen muss der das jetzt machen. Hilft alles nichts. Ist egal, wo wir das Zeug jetzt dran taggern, weil, ja, ne? Es ist, egal, ne, wo wir anfangen. Ja, der Hammer ist im Arsch. So, warte, kann ich schon wieder Rundhölzer einsammeln? Gib her. Alter, ich bin so überladen. Ich tacke einfach mal irgendwo hin. Keine Ahnung. So, und ich hoffe, die Rundhölzer reichen überhaupt. Ist das jetzt euer Ernst? Ach, komm schon. Ja gut, wir werden sehen. So, jetzt sind keine Stöcke mehr da. Aber laufen kann ich auch noch nicht. Warte mal, hier liegt auch noch was. Nehmen wir die mal. Und dann geht's hier weiter. So, warte mal. Habe ich vielleicht sogar noch zu wenig Zeug gemacht? Ach, komm, hör auf. Das wäre natürlich jetzt auch nicht gut, ne? Weil ich weiß ja nicht, wie viel da dran kommt. Und, ja, ich hab's nicht gezählt, ne? So, warte, jetzt fehlen Stöcker und Rundhölzer fehlen. Was bin ich denn immer noch so überladen? Warum? Was ist denn hier nicht richtig? Wartet mal. Ich hab... 77 Stroh einstecken. Ja, du lieber Himmel, damit bin ich doch nicht überladen. Was ist denn hier? Aber ich nehme an, ja, es sind die Speere, ne? Ich habe nämlich 11 Speere gemacht, weil ne, wir ja doch auch jagen müssen. Und das ist sicherlich keine gute Idee gewesen. Offensichtlich nicht. Und so wie es aussieht, ne, wir kommen hier gar nicht vorwärts. Ja, ne, wie ich in der letzten Folge schon sagte, es ist immer was. Raus damit. Da muss ich die Speere erstmal... in die Werkstatt stecken. Die Felder hier, die kommen weg. Ne? Da können wir noch Häuser hinstellen. Und, ja, ich würde sagen, wir machen die Felder weiter da hinten hin. Ne? Wo sie alle zusammen in irgendeiner Form stehen können und wo sie keinen stören, denn so ein Feld vorm Haus ist ja auch ein bisschen doof. So. Guck mal an, hier haben wir ja auch noch Zeug. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich muss tatsächlich hier da Speer... Machen wir mal 5 Stück raus. Machen wir mal 6 Stück raus. Ist egal jetzt.
damit ich wieder laufen kann hier. Ja, ich glaube, ich habe sogar zu wenig Ressourcen gesammelt. Das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so witzig. Gar nicht so witzig, finde ich das. Ganz ehrlich. Ach nee, Stöcke haben wir keine mehr. Ach komm, hör auf. So, was haben wir hier? Da liegen 29, da liegen 33. Nehme ich die, kommen wir wieder nicht vorwärts. Aber egal, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich meine, ich hätte die Scheune ja auch bauen, beziehungsweise hier das Ding ja auch bauen können. Und, ja, ne? Aber, nee, also ich denke mal, man sollte, wenn, dann schon einige Sachen wirklich zusammen machen. Andere kriegen das auch hin, also warum sollen wir das nicht hinkriegen? So. So. Gut. Bitte, bitte, bitte lass die Rundhölzer reichen. Das sind noch 3 Stück, das reicht nicht. Und wir brauchen das auch fürs Dach noch alles. So. Stöcke haben wir jetzt auch keine mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne, dass das nicht reicht. Ehrlich nicht. So, aber da würde ich ganz ehrlich sagen, da wir sowieso niemanden für das Ressourcenlager haben, würde ich sagen, wir lassen das dann ganz einfach so und gehen auf die Jagd. Ne? Weil die Quest muss ja gemacht werden. So, warte. Machen wir hier drüben noch. So. Haben wir noch ein paar Stöcke einstecken? Huch, nee. Hier komme ich nicht durch. Gut, dann machen wir überall noch ein bisschen Stroh drauf, damit wir das auch aus dem Inventar rauskriegen. Achso, da ist schon Stroh drauf. Hä? Wieso denn das? Geh mal weg da. Ja, und dann gehen wir auf die Jagd. So. Hier ist wieder ein Hindernis. Gucken. Ach ne, hier ist auch schon Stroh drauf. Ach stimmt, das hatten wir von vorne her schon gemacht. Ne? Ich habe sonst aber keine Rundhölzer mehr jetzt, oder? Rundholz? Rundholz? Wo? Rundholz? Hier, hier, hier. Oh, hier liegen noch 5 Stück. Okay. Okay, 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 okay. Rundholz? Alter, sollte da... Soll das reichen? Soll das reichen? 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 Wir haben das Ressourcenlager abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Gut, das ist unser Ressourcenlager, aber wir haben keine Leute. Wir haben wirklich nur einen Jäger. Und, ja, ne? Der, ja, läuft hier irgendwo rum. Ich habe keinen Plan, wo er ist. Ist im Grunde genommen jetzt auch völlig Bums. Aber wir können mal, wir müssen sowieso, wir haben Quests ohne Ende. Wir haben eine Quest, 1, 2, 3, 4, 4 Quests haben wir sogar in Gostovia und eine in Borovo und eine in Lesnica und eine in Rolnica. Ach, leck mich doch im Ärmel. Und hier oben ist, ne, da ist nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich guck mal ins Inventar, was wir da haben. Überflüssigen Krempel. Da haben wir sogar noch 2 Rundhölzer drin. Steine, Stöcke, Stroh. Das kann alles raus. Packen wir alles in die Werkstatt. Und dann werden wir mal nach Gostovia laufen. Und werden mal... ich nehme an, der Alvin will was von uns. Oder wie es immer so bei dem Alvin ist. Ja, sprich mit Alvin. Das hier. Ist auch neu, oder was? Ein Wildschwein müssen wir noch klatschen. Okay, da müssen wir auf weitere Ereignisse warten. So, und dann packe ich das jetzt erstmal alles raus hier. So, machen wir das raus. Kriege ich das alles noch rein? Ja, ich denke schon, oder? Raus, raus, raus. Brauchen wir nicht. Es sei denn, Alvin will in irgendeiner Form jetzt, was weiß ich denn, eine Angelrute haben, die aus 25 Stöcken besteht. Aber das glaube ich weniger. Lasst uns mal hingehen. Die Leute wollen sicherlich irgendwelche Sachen haben. Keine Ahnung, dass wir vielleicht irgendwelche Ressourcen für die bringen sollen oder so. Weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht eventuell tatsächlich noch jemanden für die Jagdhütte. Für die Jagdhütte kriegen. Weil da passen tatsächlich 2 Leute rein und die haben ein Haus und die können sich auch ein Haus teilen. Was nicht geht, was ich festgestellt habe, ist, dass man... Nummer angenommen,
Frauen hat, die im Jagen und im Sammeln gut sind und die halt eben beide in die Jägerhütte könnten. Geht nicht. Man kann keine zwei Frauen zusammensetzen. Geht nicht. Das ist hier sehr sexistisch. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen guten Sammler. Das ist der Otto. Der Otto, den können wir aber nicht bei den Baldomir setzen. Geht nicht. Die hat eine 2 in Sammeln. Die hat eine 1 in Sammeln. Mädel. Ulrika. Mit Ulrika haben wir noch gar nicht geredet. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Okay, gut. Vielleicht schafft man es ja. Kürzlich in die Jagd eingestiegen. Okay. Schönes Wetter heute, findest du nicht? Und pass auf, und dann kommt er jetzt gleich. Er willte mich verarschen, ich hasse sie, Kälte. Aber sicher. Naja, gut, okay. Also zumindest hat sie nicht in irgendeiner Form gedingst, gemotzt. Adligen gesehen, der gerade vorbeikam. Ich höre die Leute, so tolle Gewänder trug. Mal probieren. -2 Zustimmung. Schönen Dank auch. Ja, und jetzt hat sie keinen Bock mehr. Ja, ja, komm, ist gut. Alvin, denke ich mal. Alvin ist da drinne. Alvin hat sich wieder hinterm Lagerfeuer versteckt. Wetten das? Nee. Nee, was? Alter Schwede, hast du mal... Bist du mal hinter deinem Ofen vorgekommen? So, was willst denn du haben? Hallo. Lange nicht gesehen, Alvin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Oh ja, nun gut. Hi, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Na, los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Hab ich denn nicht geahnt, dass der Stöcke braucht oder sowas? Oh nein, der Horror. Ja, klar. Lach nicht. Das ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir dann helfen? Nun, ich habe bereits einen neuen bei Falibor, einen neuen Hacke, bei Falibor bestellt, einem Handwerker aus dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses, ja, in Borovo, nördlich von hier. Aha, okay. Ich habe das noch nicht abgeholt, weil ich eine Menge Arbeit, ja, sicherlich, helft dir gerne. Hier, Münzen, um Falibor für die Hacke zu bezahlen, das sollte reichen. Ich weiß, dass ich, was? Ich weiß, dass ich dir in dieser Sache vertrauen kann. Wir sind doch so vertrauenswürdig. Keine Angst, ich komme bald mit der begehrten Hacke zurück. Ja, gut, okay. Machen wir doch. Hier sind aber noch mehr Leute, die irgendwas wollen. Wer will denn da noch was? Die Sache ist, ne, wenn man hier Quests annimmt, was gerade neben Quests ist nicht schlimm, aber wenn man dann die ja, Ressourcen dafür nicht hat, ne? Warte mal, das ist die Nidomira. Nitromira, was kann ich für dich tun? Mir ist so kalt. Könntest du mir warme Kleidung bringen? Ich kann dir im Gegenzug... Warme Kleidung? Die hat ein Rad ab oder was? Und dann soll es dann Feldstiefel sein oder so. Nee, das kannst du vergessen, Fräulein. Das geht gar nicht. Tut mir super leid. So weit sind wir überhaupt noch gar nicht, dass wir Klamotten herstellen könnten. Sollen wir mal gucken? Hier noch jemand drin, der... Die Frieda? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich habe gehört, dass du dich selbst als guter Jäger bezeichnest, aber ich wette, dass ich besser bin als du. Also, was sagst du? Ein freundschaftlicher Wettkampf in einem Jagdspiel. Wollen wir es machen? Machen wir. Das ist die richtige Einstellung. Du hast 5 Stunden. Naja, wobei hier 5 Stunden, ja, ne, keine Ahnung, wie lang sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was will sie denn? Was sollen wir denn machen? Denn das ist nämlich auch gut für unsere Jagd, weil wir ja sowieso jagen müssen. Hirsch oder Wolf? Okay, gut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... Gehen wir erstmal auf die Jagd? Was müssen wir denn da machen überhaupt? Warte mal. Was? Hier oben. Oh, jetzt habe ich es doch nicht gesehen. 10 Hirsche. 3 Wölfe. Da wisst ihr, was uns blüht hier. Das könnt ihr glauben. Also, gerade mit den Speeren, ne? Ist es echt mega scheiße zu jagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Also da bin ich, wäre ich froh, hätte ich jetzt einen Bogen. Und wenn es nur, was weiß ich, denn Steinpfeile sind, ist völlig Bums. Aber damit kann man sehr gut jagen. Also ich kann es zumindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Pfeil und Bogen komme ich gut zurecht. Mit den Speeren nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das funktioniert nicht. Da brauche ich 35.000 Stück. Jetzt gehen wir nach Borovo zum Falibor, holen die Hacke. Und hier auf der Seite, ganz da hinten irgendwo, sind ein Wiesent, zwei Wiesent, weiß ich jetzt nicht. Dann werden wir die erstmal klatschen. Dann werden wir mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Falibor ist hier drinne. Ja, die sind alle drinne, ne? Die haben kalte Bobos. Hallo! Hallo, Alvin hat mich geschickt, um die bestellte Hacke abzuholen. Hallo, ist ihm etwas passiert, dass er jemanden schicken muss? Er hat nur so viel Arbeit, ne? Nein, er ist nur sehr beschäftigt mit Arbeit. Arbeit, richtig, ich helfe ihm. Aha, dieser Junge, er ist begabt, aber er übernimmt eine ganze Menge Arbeit und die Pflichten seiner Familie. Er sieht nicht, wie sehr er sich selbst einschränkt. Er ist noch jung und kann viel mehr als nur jeden Tag auf dem Feld zu arbeiten. Richtig. Ja, ich bin also nicht der Einzige, der das sieht. Okay. Wenn du mit ihm befreundet bist, wirst du vielleicht irgendwie zu ihm durchdringen. Ich werde mein Bestes tun. Wie viel für seine Hacke? Für Alvin sind das 120 Münzen. Ich danke dir. Dann komme ich... bringe ich zurück? Komme ich zurück? Keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen. Warte, eine Sache noch. Ein Jäger ist auf der Suche nach Käufern für seine Bögen. Bist du interessiert? Also ich derzeit nicht, aber ich werde es mir merken. Nochmals vielen Dank für die Hacke. Juti! Alter Schwede! Okay, gut. Dann lasst uns mal... Oh, ich muss was saufen. Hab ich was zu essen in der Kippe? Hab ich was zu essen dabei? Essen? Zwiebelsamen! Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Lecker, lecker! So, erstmal was trinken. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Wiesende finden. Also ich weiß, dass da hinten eins rumläuft, das weiß ich. Aber zweites, das kann ich euch gar nicht sagen. Und die sind noch gar nicht so einfach zu erlegen, ne? Weil, überlegt mal, was die für einen riesen Kopf haben. Ne? Und da musst du bestimmt 25 Speere reinrammeln. Aber wir haben nur... Leute, wir haben Speere abgelegt. Wir haben nur 5 Speere. Ja, wir versuchen es. Mehr als die Fresse voll kriegen können wir hier nicht. So, warte mal. Da ist die zweite Brücke. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Hirsch. Da haben wir einen Hirsch. Wir können sie eigentlich auch gleich mal an einem Hirsch versuchen. Da, ich bin so bescheuert, ehrlich. Ganz ehrlich, ich bin so bescheuert. Oh, hör doch auf zu japsen, bitte. So, warte mal. Vielleicht treffe ich den. Ich treffe die nicht. Ich treffe die einfach nicht. Das ist ja unglaublich. Ehrlich. Gut, dann gehe ich Swisen suchen. Da hinten läuft's rum. Alter Schwede, geht mir jetzt schon der Frack. Weil ich nicht weiß, ob wir mit 5 Speeren zurechtkommen. So, warum? Da hinten ist das zweite. Da ist ein Hasi. Boah. Warte. 4. Fünf. Wir haben es platt gekriegt. Alle schön in den Kopf, bis auf eins. So, und wie viele Speere habe ich jetzt wieder gekriegt? 1, 2, 3, 4, 5. Gut, vielleicht schaffen wir das zweite auch noch. Warte, mach mal wieder. Guck mal, da sitzen 2 Hasis. Aber Hasis will ich jetzt im Moment nicht. Na, warte, 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 warte. Gehen wir ganz langsam drauf zu. Alter Schwede, solchen Viecher möchte ich in der Wirklichkeit nicht begegnen. Eins. Oh, oh, oh. Lauf nicht los, lauf nicht los, lauf nicht los, lauf nicht los.
wir haben keine Speere mehr. Ja. Warte. Oh mein Gott. Doch, ist noch belegt auf der 3. Oh mein Gott. Komm her. Du kannst nicht mehr, ne? Oh, wie geil. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder durch. Zumindest haben wir 2 Wiesende jagen können. Und der Rest ergibt sich dann auch noch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.